Hallo und herzlich willkommen beim Teleschirm. Ich möchte euch heute zeigen, wie TrueCrypt funktioniert. Als erstes müssen wir dazu das Programm herunterladen. Das ist ganz einfach. Wir gehen einfach auf truecrypt.org. Dort klicken wir auf Downloads, wählen hier unsere Version aus. Das gibt es für Windows. Das gibt es für Mac OS X und das Ganze gibt es für Linux. Ich lade es jetzt einfach mal für Mac OS X herunter. Die Vorgehensweise ist unter allen Betriebssystemen gleich. Ich kann das Fenster vom Browser schon wieder schließen, denn das brauche ich jetzt nicht mehr. Hier ist mein Download fertig. Ich öffne das Ganze. Und sage, ich akzeptiere die Lizenzbedingungen. Da wird es überprüft und entpackt. Und nun kann ich es installieren. Das Fenster kann ich auch schon wieder schließen. Nun klicke ich eigentlich nur auf Fortfahren, installieren, gebe mein Kennwort ein. Und im Großen und Ganzen war es das auch schon. So schnell und einfach ist es, TrueCrypt zu installieren. Um zu zeigen, dass es funktioniert, öffne ich das Ganze jetzt einfach. Ich habe das natürlich hier unten zu liegen. Und fertig ist es. Wie man mit TrueCrypt arbeitet, erfahrt ihr im nächsten Video. Und das könnt ihr euch natürlich einfach anschauen.